Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf Stahl Tungsdorf. Wir lassen heute sehen, wie ein Friesenpferd beschlagen werden muss oder wie das, wovon ich finde, dass es am besten geht. Und das machen wir heute. Und dann erzähle ich ein bisschen dazu über Zuchtschaubeschlag und solche Sachen. Ich habe dafür ein Pferd mitgenommen, einen Stute, die Fußen schön breit hat und viel Huf hat, so dass wir gut sehen lassen können, wie es dann nachher aussehen muss. Und da sprechen wir dann drüber. Und das macht dann mittlerweile ich dann das Pferd beschlage. Dieser hat, wenn wir von vorne gucken, die hat eigentlich, wenn man nach der Fußachse guckt, das ist dann die Linie von oben nach unten. Muss es eine gerade Linie sein, dass bei dieser, die ist noch von Stand her gut korrekt. Und, aber man kann sehen, dass die links vorne der Huf ein bisschen platter ist und rechts vorne ein bisschen steiler. Da probieren wir dann ein bisschen mit zu rechnen, dass es am Ende ein bisschen mehr zusammengekommen ist. Und man kann auch sehen, dass die Hufen im Moment ein bisschen platt sind und probieren wir die auch wieder ein bisschen steiler zu kriegen. Okay, dann fangen wir damit an. Kannst du wohl umdrehen, Jule. Dann drehen wir die hier hin. Dann. Ja. Fangen wir links vorne an. Links vorne war der plattere Huf. Ziehen wir jetzt das Eisen drin drunter weg. Da beurteilen wir ein bisschen so die Hufe, wie die aussieht, wie viel die gewachsen ist, machen wir die eben sauber. In der Mitte sitzt natürlich der Strahl, die schneiden wir weg, damit die wieder seine originalen Form ein bisschen bekommt. Nicht zu viel wegschneiden, dann werden die nur empfindlich und der Strahl muss auch ein bisschen so funktionieren wie der ist eigentlich der Pump von der Huf, die das Blut ein bisschen dadurch hin pumpt. Dann machen wir die Sohle ein bisschen frei, damit wir sehen können, wie viel dran ist, was runter kann. Bei Friesen ist die Außenwand immer stärker entwickelt und das ist schön, weil dann haben die Hufen, die sind dann kräftig und nicht so empfindlich für Abbrechen. So hier sieht man die Tragerrand und da kannst du genau ein bisschen sehen, wie viel da runter kann. Hier können wir dann eigentlich schon dran vorbeischneiden und probieren wir eine gerade Fläche zu kreieren, die dann, damit die Huf dann wieder gerade auf die Gelenkflächen ist. Die waren ein bisschen platt, so hier hinten in der Trachtenbereich nehme ich nicht zu viel weg. Und dann langsam an nach vorne im Zehenbereich mache dann ein bisschen mehr weg. Und probiere ich dabei eine schöne Fläche zu kriegen, womit ich wieder weiterarbeiten kann. Dann mache ich die flach. Kann man hier deutlich die weiße Linie sehen und da müssen dann später die Nägel müssen da reinkommen.
sondern muss ich die Wand, der Außenwand, so anpassen, dass die Form von Suchweisen genau mit die Nägellöcher in der weißen Linie kommt. Nicht zu breit, weil das Pferd hat schon ein bisschen breite Hufen von sich selber. Dann suchen wir schön das Mitten von Huf. Ein bisschen Platz machen für den Aufzug. Dann beurteile ich von vorne, wie das Pferd steht. Kannst sie drehen im Bad Newlet, dann fähre ich schnell im anderen. Können wir diesen Unterschied zwischen beide Seiten gut sehen. Ja, kannst sie drehen. So, hier kann man ein gutes Unterschied sehen. So, dies ist schon steiler geworden und kurzer. Hier ist die noch lang und steht noch weiter nach hinten. So, diese ist dann, hat dann weniger Druck beim Abrollen und diese ist noch ein bisschen platter. Und jetzt haben wir die Huf, die am Platzen war, haben wir am ersten gemacht, an der linken Seite. So müssen wir gucken, dass wir die andere Seite auch so weit kriegen, dass sie aussieht wie der linke. Ja, wieder drehen. Ja, musst du vielleicht ein bisschen hier hin, dass wir. So. Machen diese Seite das Gleiche. Wieder die Strahl einkürzen. Die Sohle freimachen, damit man gut sehen kann, wie viel runter kann. Hier auch nicht zu viel bei Trachten wegnehmen und nach vorne ein bisschen mehr runter machen. Hier kann man sehen, dass die Wand ein bisschen weniger Qualität hat. So, hier muss man nicht zu viel dran lassen. Das muss auch schön eingekürzt werden, damit das beim nächsten Beschlag vielleicht ein bisschen besser aussieht.
wieder Platz machen für den Aufzug. Gut, kannst du wieder drehen, Jule. Bisschen zurück. Jo. Gut, dann gucken wir uns die beiden Hufen an, von vorne. Ob die ein bisschen gleich sind. Und so im Moment sieht das so gut aus. Dann such ich das richtige Eisen dabei. Die Stute hat eigentlich Nummer 4. Und dann kannst mit Hufeisen eigentlich auch noch ein bisschen messen, wie es aussieht von Größe her. Diese passt wohl gut drunter. Aber diesen Huf ist noch ein bisschen mehr breiter und die andere ist ein bisschen kompakter. So kann man sehen, weil hier braucht nicht zu viel angemacht zu werden. Und die andere Seite muss noch ziemlich breiter. So die andere, da müssen wir rechts vorne ein bisschen mehr Wand runterholen. Mach diese in den Ofen. Dann für ein Friesenpferd, das zum Zuchtschau muss, ist es eigentlich wichtig, dass das Pferd schöne Hufen hat, breite Hufen, weil das wollen die richtig gerne sehen. Und dass die am schönsten ist, dass sie mit einem Einaufzug an der vorne Seite gemacht werden. Weil wenn man zwei Aufzüge macht, dann kommt das Eisen mehr zurück. Und dann kreiert man eigentlich, wenn das Hufeisen mehr zurückkommt, so wie diese, dann kommt die Abroll. Kommt auch mehr zurück auf dem Hof und da kreiert man eigentlich mehr Abroll. Aber auf dem Zuchtschau wollen die gerne, der Richter gerne Knieaktion sehen, dass das Bein geheben wird, Knie macht und dann nach vorne weggeht. Aber um die Knieaktion zu kriegen, muss das Eisen nicht zu viel zurück auf dem Hof liegen, weil man dann mehr Abroll kriegt. Und Abroll ist eigentlich nicht gut für, wenn man Knieaktion will. Jetzt machen wir die Wand ein bisschen schmaler. Man kann ruhig ein bisschen extra wegholen. Und dann mache ich die Wand so breit, dass die Nägellöcher gleich in der weißen Linie kommen. Platz für den Aufzug machen, dass sie genug zurückkommt.
Und jetzt habe ich dann eine schöne kompakte Huf kreiert, die 8 Wochen lang auf dem Hufweichen stehen bleibt und nicht zu viel drüber hinwächst. Kannst du zur anderen Seite, Jule? Machen wir diese auch so. Diese ist von sich selber ein bisschen kompakter. Also die brauchen wir dann nicht so viel zu raspeln wie die andere. Wichtig ist, dass die Wand eigentlich eine gerade Linie behält, weil das gibt Kraft an der Huf. Hier kann man auch sehen, dass dieser Huf eigentlich ein bisschen mehr gerade ist und nicht zu viel nach außen geht. Und dann müssen die jetzt ein bisschen so ähnlich aussehen, dass sie ein bisschen gleich sind. Das sieht eigentlich wohl gut aus. Diese machen noch ein bisschen. Kappen noch ein bisschen an der Außenseite. Die Innenseite kann noch ein bisschen mehr, dass sie noch ein bisschen mehr gerade ist. Okay, super. Dann haben wir gerade nach dem Hufeisen geguckt, was dran gemacht werden muss. Die sind jetzt schön warm geworden. Von unten habe ich gesehen, dass sie ein bisschen zweiten, dritten Loch ein bisschen mehr gerade. Hier auch. Dann die Enden ein bisschen biegen. Hier auch. Flach machen. Kannst du die Stute drehen, Jule? Jetzt kriege ich dann selber noch ein bisschen Abroll drin, damit ich dann beim Abrollen nicht zu viel Druck auf die Gelenken kriege. Hinten der Aufzug ein bisschen Jolfreiheit, dass sie da nicht drückt. Kappe rechts in die Wand. Gucken, ob das Hufeisen flach ist. Ja. Dann können wir die drunter brennen. Bisschen die Abroll auch im Huf machen. Dann kann man nach dem Brennen sehen, ob die überall ein bisschen flach ist. Und wo die Nägellöcher sind. Kann man sehen, dass sie richtig so in der Richtung von der weißen Linie sitzen. Man kann dann Abdruck auf dem Eisen sehen
ob das schon ein bisschen in die Nähe kommt. Sieht noch ein bisschen breit aus hier und hier auch noch ein bisschen. Machen wir die noch ein bisschen schmaler. Noch einmal gucken, wie es aussieht. Man kann auch von vorne gucken. Beide Seiten noch ein bisschen breit. So muss passen. Fangen wir an mit die andere. Bisschen schmaler, bisschen mehr gerade im zweiten, dritten Loch. Außen ein bisschen eindrehen. Bisschen gerade machen. Dass man die Abroll drin macht. Abroll drin. Bisschen Schulfreiheit. Auch Zugriff in der Wand. Gucken, wie es aussieht. Diese sieht wohl richtig gut aus. Wir haben ein bisschen mehr Platz hinten bei der Trachten an der Innenseite. Okay, dann gucken wir eben nachher, ob die richtig passen. Guckt man, ob die genug Platz hat, um noch 8 Wochen lang drauf zu stehen, wenn die Hufe größer wird und breiter, dass er dann nicht gleich hinten mit den Trachten drüber hinsteht. Weil wenn die Trachten ganz schnell über das Eisen hinwachsen, wird die Hufe zu platt. Aber das passt eigentlich gut. Machen wir einen Rand am Eisen. Wird es wohl richtig laut. Ist das ein Problem? Mit so einem silbernen Rand dran ist wohl schön.
Normal hat man dann ein Eisen ohne Rand oder ein Eisen mit Rand. Das sieht wohl gut aus. Und wenn die im Hänger stehen und die treten dann sich auf einem anderen Eisen, dann ist die Chance größer, dass sie dann da wieder von abrutscht und nicht, dass sie das Eisen dann abzieht. Nägel. Eben sauber machen. Dann fängt man an zu nägeln. Immer an den Nägeln sind eine Seite ist platt und die andere Seite ist ein bisschen verdickt. Und die Verdickung muss immer an der Innenseite sitzen. Zwei Nägel, dass das Eisen gut in der Mitte drunter sitzt. Und wenn das Eisen dann gut passt, dann muss das Nägeln eigentlich auch kein Problem mehr sein. Wenn man richtig in die weiße Linie sitzt. Dann kann man sehen, dass ich ein richtig schönes, breites Eisen gebrauche. Mit viel Unterstützung an der Hintenseite. Und dass die schön 25 breit ist, nicht 22. Und dass die Nägellöcher dann schön nach innen liegen. Nicht zu weit nach außen. Weil wenn die Nägellöcher weiter nach außen liegen, dann muss man auch wieder mehr Wand wegholen. Ein bisschen hier. Diese Seite ist eigentlich gleich. Gut in der Mitte behalten. Gut, und dann gehen wir nach der vorne Seite. Kannst du drehen, Jule. Jetzt kann man dann so ein bisschen eine Passform beurteilen und wie die Hufen stehen. Jetzt kannst du sehen, dass sie hier vorne richtig einen Abroll gibt, wo die dann beim Weglaufen eigentlich weniger drückende Gelenken hat. Mach ein kleines Loch unter den Nägel.
Dann kommt die wieder nach unten in das Loch zu liegen, damit es gut fest sitzt. Diese Seite auch. Wichtig ist dabei, dass man eigentlich die Balance behält zwischen die Stute ihrer eigenen Hufen, so dass sie eigentlich nicht zu platt sind, aber eigentlich sehr steil brauchen die auch nicht, weil das Pferd von sich selber nicht keinen steilen Hufen hat. So muss ein Pferd immer der Huf haben, der eigentlich ein bisschen so zu ihr gehört. Seite, Jule. Diese Seite machen wir genau so. So gehört es denn so ein bisschen auszusehen. Wichtig dabei, um zu erzählen, ist dann, wann man die Wannen an den Seiten gut gerade gemacht hat und die Hufen nicht zu breit und schön kompakt und dann nachher Platz gibt auf dem Hufeisen. Das sind so die wichtigen Sachen. Dann braucht man auch bei einem Pferd mit größeren Füßen kein zwei Aufzüge, dann ist ein genug. Das war eigentlich meine Geschichte. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen so da was dran hat und dass das ein bisschen so deutlich ist, wie das so aussehen muss. Vielen Dank.